Europäisierung, europäische Integration und Migration hängen von Anfang an aufs engste miteinander zusammen. Die Freizügigkeit von zunächst Facharbeitern im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, später von Arbeitskräften und weiter auch von Personen als Personenfreizügigkeit im Rahmen der römischen Verträge, der EWG, ist Migration ein fester Bestandteil der europäischen Integration und des europäischen Binnenmarktes. Seit den 70er Jahren und verstärkt dann in den 80er und 90er Jahren wird innereuropäische Mobilität dazu auch verstärkt gefördert, um den Bürgerinnen und Bürgern Europas ein Gefühl von Europa zu geben, Europa erleb- und erfahrbar im wahrsten Sinne des Wortes zu machen und dadurch die europäische Identität dieser Bürger zu stärken und eine neue Legitimität auch für die europäische Integration herzustellen. Und ich denke, in den letzten 20, 30 Jahren ist die Normalität von Mobilität innerhalb Europas zum Studium, zu Arbeitszwecken, aber auch einfach als persönliches Projekt, auch als Altersruhesitz beispielsweise an den Stränden Spaniens oder Griechenlands, sehr viel normaler geworden. Und Europa wird von der Bevölkerung auch als Raum verstanden, in dem frei Mobilität hergestellt werden kann, gelebt werden kann und in dem man eben auch migrieren kann, ohne dass das tatsächlich immer auch als Migration wahrgenommen wird.